So, ich habe es eben schnell ausgemacht. Nackt und dran. Da ich schon drüber war bei den 200 und nee, 150.000 Dollar Einnahmen. Ja, heute Mittag habe ich es ausgemacht. Vor 6 Stunden oder so. Da wollte ich eigentlich ein bisschen weiter spielen. Hat nicht so funktioniert. Auf einmal waren die Einnahmen zu hoch und dann war ich schon drüber. Ich so, nein, 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 lass es, lass es, lass es. Aber okay. Nein! Es hat es gespeichert, egal. Also die 150.000 haben wir geknackt. Als nächstes bauen wir Als ich es noch nicht besser Lagunenbrutstätte wusste, dachte ich immer, Beobachtung. dass Saurier nur an Land existiert haben. Wie alle Lebewesen entstammen auch die Saurier dem Meer. Wasser. Wir haben es nie verlassen. Wir nennen sie Meeresreptilien. Wie der Mosasaurus? Wir bereiten einen vor. Das können sie. Dafür müssen eine Lagune und eine Brutstätte errichtet werden. Und das wird teuer. Darum mache ich mir keine Sorgen mehr. Erledige das. Was auch immer nötig ist. Und plane eine Beobachtungsgalerie Was? mit ein. Ich will bei der ersten Show einen Platz in der ersten Reihe. Was? Der Park soll so modern und hochwertig wie möglich sein. Je mehr Gebäude, desto besser. Je besser die Gebäude, desto besser. Wird teuer. Sie haben gesagt, es wird teuer. Lagunenbereich. Lagune, Lagune, Lagune. Da macht man gar kein Aquarium oder was. Das wäre aber dann. Schade. Ich mache aber jetzt nach der Reihe runter. Ist mir sonst zu blöd. PlayStation wird langsam wieder lauter. Schön. Darauf habe ich jetzt Bock. Es kommt nämlich der Lagunenbereich. Und wenn ich gerade geguckt habe, wir sind bei 72% oder 73%. Ich denke mal, die Karte geht bis 80%. Das heißt, dass das schon eigentlich quasi das Ende ist. Ja, hier habe ich noch gar nichts reingesetzt. Guck mal hier, die sind auch ganz traurig. Aquarium Brutstätte. Da, mach mal was hin. Wie weit muss ich? Da. Da muss ich hin. Nice. Dann müssen wir gucken als nächstes. Avarium Beobachtungsgalerie kann jetzt erforscht werden. Machen wir auch. Was? Das 2 Millionen. 2 Millionen. Zwei Millionen. Wollt ihr mich verarschen? Pteradon. Der hat 900.000 gekostet in der Ausgrabung der Expedition. Kostet jetzt 210.000 das Ei zu machen und dann wahrscheinlich noch 600.000. Später? Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen?
Ja, dann. Notfall, 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 Notfall. Forschung im Gange. Da die gesagt haben, dass es extrem teuer wird, würde ich sagen, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Lagune. Wenn ein bisschen Kohle überbleibt, Avarium. Avarium, Avarium. Vogel, Wasser. Vogel, Wasser. Expedition, wo bleibst du nur? Ich bin gerade überlegen, ich habe immer noch nicht den T-Rex gemacht. Also in der Ausgrabung. Der kostet 1,9 Millionen. Und der T-Rex wird immer älter. Bedeutet, ich sollte mich minimal beeilen, bevor der T-Rex stirbt und ich mir dann das Ganze hier nicht mehr leisten kann. So, das Ding ist gleich fertig. Komm schon. Lagune freigeschaltet. Lagune Upgrades. Die Frage ist, wo ist Lagune? Da ist Lagune. Boah, ist die riesig. Alter. Also Lagunen sind riesig. Wenn ich jetzt spaßeshalber noch eine dran setzen würde, funktioniert. Noch eine, funktioniert nicht. Blub, blub. Auch nur, weil da überall Wasser ist. Wie nervig. Okay, aber ich glaube, das ist groß genug. Ein riesiger Lagunenbereich. Geil! Aber das müsste eigentlich viel tiefer sein, oder? Ja. Würde ich sagen. Meeresreptilien können jetzt geforscht werden. Ach du Scheiße. Selbst das Ding ist riesig. Dr. Watkins ist verärgert. Du nicht. Schutzraum. Hier ist noch weder rot noch irgendwas anderes. Also kacke ich jetzt gerade mal da drauf, kurzes halber. Ja, ich bin unter 1 Million, das ist nicht gut. Ja gut, da habe ich jetzt auch eine riesige Lagune hier gebaut.
Wie gesagt, wir haben gesehen, wie minimal das Wasser sein kann. Das Wasser sieht gerade riesig aus. Das ist jetzt gerade so ein bisschen verarscht an dem Kunden, ne? Als ob der jetzt auf einmal 10 Kilometer tief ist. Okay, wir haben mit 1,1 Millionen. Beobachtungsgalerien für Meeresreptilien. Brutstätte? Nein. Beobachtung. Da. Das ist alles so teuer. Das ist. Warum? Ach du Scheiße, ist das. Meine Fresse, das ist. Wie kann das so teuer sein, alles? Elasmosaurier, Ichti, Mosa, geil und Plesio. Zwei Millionen für ein Moser. Are you one kidding me? 2 Millionen für ein Mosasaurus. Das ist natürlich meine Ansage. Kann ich dich in die Pause schicken oder irgendjemand schon mal? Ja, gut, einen noch nicht. Den schicke ich in die Pause, sobald die da sind. Irgendwie bin ich ja gewillt, eine T-Rex-Expedition zu machen, falls er stirbt, dass wir da die Einnahmen wegbrechen. Andererseits will ich das Ding jetzt ja auch schnell fertig machen. Weil ich glaube nämlich, dass wir jetzt nur noch diese Lagune fertig machen, dann Fujigato mit dieser Map sind. Ja. Messer auf das Schneiden, ne? Ritt auf der Rasierklinge heißt es. Ich bin ja gespannt, ob wir wirklich einen Moser machen müssen. So wie den Film. Oder ob es vielleicht reicht, erstmal ein Ichti zu machen. Aber ich wette, der Moser kommt. Der Moser wird kommen. Tropiognathos. Das sah jetzt nach einem Fisch aus, war ein Fischsymbol. Jo, Freunde der Nacht. Heute habe ich in die Hose gemacht. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem großen, großen Hotel? Können wir noch nicht bauen. Weil es irgendwie an allem gerade hängt. Egal, wo ich gerade drauf gehe und gucke. Es fehlt Geld. 66, 45 ist er. Okay, das heißt, wir haben noch 2 Stunden ungefähr, bis er stirbt. Einnahmen liegen bei 210.000 nur noch. Nein, 310.000. Das ist geil. Und diese Kakaladak hat gekostet 750.000, okay.
Aber wir haben keine Vorstellung. Ich glaube, wir müssen warten, bis der von der Expedition zurück ist. So ein Mosasaurus ist der T-Rex des Wassers. Wenn ich mir anschaue, wie teuer der ist. Das ist ein netter Mann Spaß. Sichtbare Saurier 2. Beobachtungstribüne kann ich erst machen, wenn die Expedition vorbei ist, also unter der kleine Hammer. Müssen wir warten. Aber in der Zeit werde ich schon mal einen Petri vorbereiten. Die werden nicht vorbereiten, es fehlt ständig an fähigem Personal. Das ist so gemein. Wenigstens war mal gut gewesen. Ich kann nicht mal einen Petri machen, weil die Toten halt im Weg sind. Was ist das? Das ist so nervig, das ist so nervig. Ich habe keinen Bock, noch mehr Personal einzustellen. Eigentlich müsste ich irgendwelche Leute rausschmeißen und bessere Leute reinsetzen. ...260.000 nur noch gewinnen. Apatosaurus, vollständig. Hey, Paris ist auch gleich vollständig. Nice. Dann ist der Pari auch gleich vollständig. Das ist geil. Frage mich ja, wenn ich da ich dies reinmache, wird der Mosa sie dann fressen? Heißt das, dass ich eigentlich das Ding zu groß gebaut habe, weil die sich gegenseitig fressen? Dass ich wahrscheinlich noch irgendwo lieber ein zweites hingebaut hätte? Du. ...500.000 für diese scheiß Sprutstätte. Aber ich glaube, hier kann ich es nicht so machen, dass ich die dann rüber transferiere irgendwie. Sind ja schon im Wasser. Machen wir mal ein kleines Kraftwerkchen hier hin. Dass wir hier so einen kleinen Tümpel machen, wo die Ichtis reinkommen. Und hier halt die Großen. Ich glaube nicht, dass ein Plesi und ein Mosa sich gegenseitig fressen. Lasse mich aber eines Besseren gerne belehren. Und würde natürlich noch einen Tümpel hinmachen, der ein bisschen größer ist wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal darum, 2 Millionen wieder zu haben. So schnell wie möglich. Weil ich der Meinung bin, dass das alles gleich ein bisschen teuer wird.
Tropeognathos. Also das ist wirklich Federvieh. Es war kein Fisch. Da der nur 285.000 kostet und ich sogar glaube, dass mit dem nächsten Expedition auf 100% ist, nehmen wir ihn erstmal mit. Nehmen wir ihn einfach mal mit. In der Zeit müssen wir aber mehr Gewinn machen. Also bis der fertig ist, will ich gern 2,5 da stehen haben. Ohne Wenn, Aber. Kann ich eigentlich hier bauen oder ist der eine Typ schon wieder weg? Welches Personal? Genetik. Fünf von sieben. Darf ich? Nein, darf nicht. Ist immer noch zu wenig. Zwei Millionen fürs nächste Upgrade. Also, los. Nein, das war der falsche Knopf. Nur noch 1,1 Millionen. Es wird weniger. Gerade war ich bei 2. Das hat jetzt 900.000 gekostet, die Forschung. Und da ist die Kohle leer. Nein. Hätte ich das Wort gebraucht. Jetzt muss ich erstmal wieder ganz schnell auf 1 Million kommen. Und dann ganz schnell wieder auf 2 Millionen. Brauche ich erstmal wieder 1 Million, dann 2 Millionen, weil der Mose allein 2 Millionen kostet. Und im Jurassic World Film haben wir einen Mose gesehen. Ich gehe davon aus, dass der Mose unser Finale hier sein wird. Nein, Sabotage, Stromverlust. Wir sind sabotiert worden. Das ist Kabucha. Das ist leer. Das ist Kabucha. Das ist Kabucha. Es ist alles Kabucha. Ach nee, das ist einfach nur. Okay. Zuweisung war das. So, 1 Million haben wir wieder. Es
20 Sekunden noch sabotiert. Wird neu gestartet da jetzt aber. Geht wieder. Strom ist wieder da. Expedition dauert immer so lange. Es dauert wirklich lange gerade. Ich meine, einerseits machen wir gerade 300.000, nee, machen wir gar nicht mehr durch den Stromausfall. 2 bis 300.000 immer Gewinn. Andererseits, der T-Rex L altert dadurch natürlich und wird immer sterbefreudiger. Ich bin auch am Überlegen. Wenn es jetzt länger dauert, Expedition T-Rex vorzuschieben, wenn ich jetzt 1,9 oder 2,2 oder was ich da brauche, habe, damit wir schon mal den machen könnten im Notfall. Weil es wird auf jeden Fall eng. Schaffen wir nur die 1,5? Ich will dann sowieso erstmal ihn in Rente schicken, wollte ich jetzt sagen. In Urlaub schicken. Ein kleines Päuschen machen lassen. Und dann weiterschauen, wenn mir dieses rote Dreck da weggeht. Dann müsste der Tropeosognathus gleich auf 100% sein. 450.000 kosten. Ei, ich dachte, der wäre billiger. Jetzt hätte ich noch schneller inzwischen gefügt. Also, das haben wir. Expedi-Forschung. Forschung reicht nicht. Okay, es reicht. Ohne diesen einen Wissenschaftler funktioniert hier nichts. Ich merk's schon. Dieser eine Wissenschaftler scheint wohl der Übermenschliche hier zu sein. Jetzt sind wir wieder bei 1,3. Die 1,5 muss jetzt wieder stehen, ganz schnell. Und dann bauen wir die Beobachtungstribüne. Die kostete 500.000. Der macht ja gerade sein Schläfchen noch. Also auf 1,5 sind wir auf jeden Fall, dass wir, wenn wir die 500.000 ausgeben, nicht wieder unter einer Million sind. Wenn das Schläfchen jetzt länger dauert und wir bei 1,7 ungefähr uns einpendeln, 1,8, würde ich sogar gucken, was der T-Rex kostet. Bei 1,9 wäre gut, aber ich glaube, der kostet sogar 1,6. Bei 1,6 schlage ich jetzt erstmal zu. Einfach nur aus Sicherheit. Dass wir den T-Rex da machen können im Notfall und direkt Sicherheit haben. Ansonsten stehen wir am Ende ohne T-Rex da. Die Einnahmen gehen von 300.000 auf 100.000 runter, vielleicht noch mehr, und wir haben Pech gehabt. Wir haben eh Pech gehabt, weil es fehlt Zahnrad. Ich würde gerne beides gleichzeitig machen. Dafür bräuchten wir 2,1. Wird eigentlich, glaube ich, bei 1,9 pendeln wir uns gleich ein.
Und dann haben wir noch das Problem, dass ich gleich genervt bin, weil wir dann wahrscheinlich Zahnrad und alles gleichzeitig brauchen, dass nicht beides gleichzeitig machen können. Tropeognathus kann ausgebrütet werden. Aber jetzt müssen wir erst ein bisschen sparen. So. $500,000 weg. Jetzt sparen wir auf 1,6. Wahrscheinlich habe ich dann das Glück, dass es noch 1 Million kostet. So, komm schon. Mehr Money. Warum ist das eigentlich immer noch rot? Ich habe den doch in beide die... Ja, ich habe alle, die genervt waren, weggeschickt. Eigentlich dürften die gar nicht mehr rot sein. Das geht aber schnell diesmal. Beobachtungsgalerie. Beobachtung, nicht Galerie. Hier was. Spotting. Attraktion. Da, die ist gewandert. Neue 200.000 ist schon eine Menge. Habe ich alles gebaut, jetzt bin ich wieder unter 1 Million. Da wo ich eigentlich gar nicht mehr sein wollte. So, noch mehr Galerie. Ist aber noch nichts drin. Verbessere das Genom von Mosasaurus. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich es nicht euch gesagt? Pterodon. Der kostet jetzt nur 36.000. Ich mache jetzt den erstmal. Weil ich jetzt ein bisschen Kohle sparen will. Puh, brüte ein Mosasaurus aus und lass ihn frei. Das Spiel will nur den Mosasaurus. So wie ich das Spiel jetzt kenne. Und der Mosasaurus quasi genauso teuer ist wie ein T-Rex. Wird jetzt gleich da stehen 1,6 bis 2,5 Millionen für eine Expedition Mosasaurus. Wenn die Expedition jetzt gleich zurück ist, werde ich schauen. Ich bin mir aber safe sicher, es wird da stehen.
Quasi die Kohle, die ich für den T-Rex jetzt machen wollte, geht jetzt für ihn drauf. Aber vielleicht haben wir ja dann die Mission schon geschafft und dann passt das ja. Dann bin ich ja ganz zufrieden. So, Expedition ist gleich fertig. Also 1,6 mindestens. Der T-Rex hat ja auch 1,6. Caprock-Formation. T-Rex 1,5. Pideradon, Pideradon. Tropeognathus. Giganotosaurus. Wow. Sinoceratops. Olorotitan habe ich auch noch nicht gehabt. Habe ich noch nie gesehen. Ich will wissen, was das ist. Ich will wissen, was das ist. Wir machen jetzt erstmal ihn, weil er nur 135.000 kostet. In der Zeit, wo wir jetzt diese Expedition machen, haben wir dann 1,7, 1,8. Weil selbst wenn wir die Expedition gleich durch haben, können wir sie nicht wieder machen, weil wir das Problem haben, dass wir keine 2 Millionen haben. Also es ist gut, was zwischendrin mal einzufügen, damit die Kohle schon mal gleich ein bisschen höher ist. Aber das ist ja jetzt heftig gewesen. Ein Giganoto. Und er wird nirgends verlangt. Der Giganoto. Ich hätte Bock auf so einen Giga. Aber ich weiß nicht, wie breit das Ding sein muss. Ich hoffe, dass das groß genug ist, weil so ein Giga wäre gigantisch. Also, wir brauchen ja sowieso zwangsläufig einen irgendwann mal freigelassen. Und das wäre natürlich jetzt geil. Setzt Lagune voraus. Setzt Lagune voraus. Ach so, hier am Rand ist das irgendwo. Ich so, hä? Was will er jetzt? Kleine Haie zum Fressen, kleine Fische. Ich glaube, hier brauchen wir keinen Hai. Hier kommen einfach nur Fischis rein. 1,6 Hammer. Ich sehe den Hai nicht. Ach, da oben, da hängt er. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Ich weiß, worauf es anspielt, aber es ist gemein. Läuft die Zeit eigentlich weiter, wenn ich hier im Menü bin? Dass ich vielleicht den Dings suchen kann? Kompi. Warum sind die nicht so teuer? Die Morphodon. Baryonyx. T-Rex. Pideradon. T-Rex. Okay. Oder ich habe in der Forschung noch nicht ihn geforscht. Das könnte natürlich auch sein. Meeresreptilien. 250.000. Na ja, klar.
Ah ja, klar, das kostet auch nochmal was. Es wäre vielleicht gar nicht mal so doof, vielleicht doch den T-Rex als Puffer erst nochmal zu forschen. Was sagt das Alter? Einerseits brauche ich die Kohle, aber wenn der jetzt stirbt, dann ist ja GG, weil dann weiß ich nicht, ob ich die Kohle nochmal zurückkriege. 50, 50, 50, also es ist noch Zeit. Das nächste war 3 Sterne und die erste Forschung. Elasmosaurus. Plesio und ich, die Mosasaurus war schon freigeschaltet. Mosasaurus als erstes. Was? Da ist er. 1,7. 1,7. Er ist genauso teuer wie ein T-Rex. 1,7. 230.000. Heißt knapp 2 Minuten. Um dann, auf Expedition zu gehen. Die Expedition kostet 2 Millionen. Beim T-Rex war es dann so, der kostet 800.000 ungefähr das Ei. Plus nochmal 1,4 Millionen, ihn dann auszubrüten. Nice. Und theoretisch bräuchte man, weil der T-Rex dann sterben wird, genau diesen Betrag noch einmal. Um nicht Einnahmen zu verlieren. Und eigentlich wollen wir auch die Avarium-Nummer voll machen. Ich glaube, dieser Marium ist jetzt erstmal ein bisschen nebenbei dran. Das kann man am Ende machen. Und eigentlich wollte ich auch noch ein Giganotto hier reinstecken. Und jetzt ist der Strom leer gewesen und ich reg mich gleich auf, weil ich schon wieder 500.000 los bin. Aus den 2 Minuten werden jetzt weitere 3 Minuten. Weil dieser Drecksstrom leer war. Wenn man überlegt, das hier werden alles 250.000 sein, das hier sind 250.000. Ich hätte die Kohle schon gehabt. Ne, 100.000 ist ja Avarium-Kumpel. Okay. Da kostet das Wasser. Das Wasser hat wahrscheinlich mehr. ...1,7 brauchen wir. Machen wir mal hier weiter. 46.000, der Schatz. Nice. Also wenn jetzt einer sagt, das hat sich nicht gelohnt.
1,7. Keine Ström! Aber wo? Da hinten. Ja, wir bräuchten theoretisch ein weiteres Kraftwerk oder ein größeres Kraftwerk. Aber man mag mich nicht lassen. Wie haben wir jetzt in 71.000 nur noch? Ich würde sagen, die Einnahmen gehen ja kaum hoch oder gar nichts hoch im Moment. Ja, 114.000, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Meine Hoffnung ist ja, dass die Expedition jetzt so lange dauert, dass da jetzt 1,6 Millionen steht, dann würde ich den T-Rex mal vorziehen. Mich dann aufregen, dass mir 900.000 fehlen oder so für den Mosasaurus. Und das alles nebenbei Hand in Hand laufen lassen. Wir schauen mal, wir schauen mal. So, wir haben eben gut Gewinn gemacht, kann man sich nicht beschweren. Machen wir jetzt hier gerade weiter. Allein dieses Schatzdublone da, 46.000, heftigst. ...50.000 haben wir ausgegeben. Die Moser-Expedition scheint lange zu dauern. Schlecht ist es nicht. Gibt so ein bisschen Einnahmen. Halbe Million haben wir jetzt gleich wieder. Nächstes Upgrade müsste so eine halbe Million wieder sein. Ach, diese PlayStation nervt wieder. Heute ist es wieder lauter. Vorletzte Folge war es so schön leise, brummig. War ja, 9000 fehlen. Auf ein großes Kraftwerk zu gehen, bringt jetzt auch nichts, weil wir brauchen 1,3 und 2 Millionen, das heißt 3,3 Millionen bräuchten wir schon wieder. Die haben wir jetzt leider nicht. Ärgert mich auch so ein bisschen. Expedition ist auch schon, auch jetzt die Hälfte erst um. ...1,1 haben wir. Ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Einnahmen gewünscht, aber das war mir jetzt nicht vergönnt. Forschung. Wie sieht's hier aus? So wie immer. Wichtige Sachen sind zweitrangig, habe ich immer das Gefühl. Ja, das eine für 100.000 kann ich machen. Dann haben wir das auch schon. Das Schlimme ist ja, ich kann ja noch nicht mal jetzt eine zweite Expedition starten, wo ich sage, der T-Rex wird halt jetzt in der Zeit gemacht, weil ich warten muss, bis diese blöde Expedition fertig ist.
Eingehende Übertragung! 611.000. Okay. Liest sich gut, geht aber immer noch besser. So, ich wäre froh, wenn die Mission jetzt gleich vorbei wäre. Das Spiel macht mir Spaß. Ich würde auch gerne das DLC weiterzocken. Allerdings... Die PlayStation nervt mich zu sehr. Ich bin froh, wenn das Spiel um ist. Bei Crash Bandicoot ringe ich noch mit mir. Weil ich habe vorhin ausprobiert, Crash Bandicoot ist auch laut. Aber Crash Bandicoot ist halt relativ schnell der vierte Teil. Da wäre man in 20 Stunden durch. Ich muss ja nicht jeden Tag, so wie hier bei Jurassic World Evolution, habe ich ein bisschen festgesuchtet. Ich muss ja nicht jeden Tag, sondern geht ja auch zweimal die Woche vielleicht eine Aufnahme, dann passt das. Weil ich bin froh, wenn ich wieder auf die Switch steige und die ganzen Pokémon-Spiele als erstes mache. Weil da habe ich meine Ruhe durch dieses alt blöde Gebrumme da im Hintergrund. Deswegen habe ich auch alles verschoben. Horizon, God of War, Ragnarök. Das sind halt alle Spiele mit High-End-Grafik. Und ich glaube nicht, dass diese PlayStation 4 das gerade nochmal mitmacht, wenn die jetzt schon bei solchen Spielen hier rumruckelt. La 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 la, es dauert ewig. Ja, als nächstes kommt dann natürlich der Expedition. Toll. Jetzt ist Mustergehen fertig. Und die Expedition noch nicht. Forschung. Kann ich irgendwas forschen, was nicht so teuer ist? 200.000. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit für so ein Stego. Vielleicht braucht man den ja noch. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hauptsache wir haben. Ich bin gespannt, ob das untere noch das obere überholt. Es könnte aber knapp werden. Wenn es jetzt gleich die Hälfte hat. Jetzt hat es die Hälfte. Oben glaube ich noch zweimal. Ne, dreimal. Sogar viermal, was ist das denn? Das untere gewinnt noch. Ach du Scheiß. Stegosaurit hat noch gewonnen. Nice. So, Expedition ist auch endlich mal fertig.
Opalfossil. Moserwerk gleich auf 50%. Elasmosaurus und Petri. Nochmal Petri, nochmal Petri. $280.000. Dann mache ich lieber den erstmal. Und schaue, dass ihr und schon gerade sagen Training bekommt, aber irgendwie hat er nichts drauf gehabt. Ah, 500.000 gerade bezahlt für die blöde Kuh. Forschung erforderlich. Natürlich fehlt ein Punkt. Ich kann kein T-Rex weitermachen. Ich kann nicht forschen. Ich kann gar nichts machen, weil das schöne Personal zu schlecht ist. Stellen wir halt noch zweimal Personal ein. Saurier Lebensmittelvergiftung, jetzt aber schnell. Ausgerechnet bei den Fischern, die überhaupt nichts bringen. Weil auch gar nichts drin ist. Maluf. Ausbildung. Das ist mir jetzt am wichtigsten. 350.000. 650.000 habe ich nur. 200.000 mache ich jetzt nur noch Gewinn. War jetzt nicht so geplant. Verringerte Kosten kostet mich aber jetzt erstmal im ersten Moment. Personalzentrum. Billigere Forschung kostet aber jetzt auch wieder 225.000. Es wird langsam teuer.